Bevor wir aber in die Landesliga schauen, gibt es zunächst noch einen Spielbericht einer Partie aus der Regionalliga Mitte. Denn die Rohrbacher, die zuletzt ja recht erfolgreich agiert haben und dennoch immer noch in arger Abstiegsgefahr sind, die haben wieder ein Heimspiel ausgetragen und der Gegner, der kam dieses Mal aus Osttirol und zwar war es die Mannschaft von Rapid Lienz. Mit Spannung wurde die Begegnung Rohrbach-Rapid-Lienz erwartet. Wird das abgeschlagene Schlusslicht der Regionalliga Mitte Rohrbach seine im Frühling gestartete Siegerserie fortsetzen? Das war bei diesem Spiel die Frage. Rohrbach in roten, schwarzen Dressen beginnt das Spiel mit Tempo. Rapid-Lienz ganz in Weiß hält mit. Und schon in den ersten 10 Minuten bieten sich die ersten Tormöglichkeiten für die Gäste aus Lienz. In der 13. Spielminute greift Rohrbach an. Die Nummer 13, Peter Zicker, passt zu Nummer 16. Und Roland Löffler nutzt die Gunst der Stunde. Er köpfelt zum 1:0 für die Rohrbacher. Ja, da freuen sich die Rohrbacher mit und das Maskottchen kann endlich eine Runde ziehen. Gleich danach Pass von Engleder zu Raditz. Doch weit darüber. Auch Lienz schläft nicht. Pass von Ackerer zu Steurer, doch er verschenkt diese Chance. Doch so richtig spannend wird es in der ersten Halbzeit noch knapp vor dem Pausenpfiff. Freistoß, Raditz schießt auf das Tor, wird abgewehrt. Zach setzt nach, doch auch sein Versuch scheitert. Eine Minute später ähnliche Situation. Eckball für Rohrbach, erster Versuch scheitert, auch der zweite. Ex-Trainer Lanzersdorf als scharfer Spielbeobachter. Es bleibt beim Halbzeitstand 1:0 für Rohrbach. Die Weißen aus Lienz beginnen die zweite Spielhälfte mit großem Druck. Doch die Abwehr der Rohrbach ist kaum zu durchbrechen. In der 57. Spielminute kommt die Nummer 8, Todorovic, durch, doch leider daneben. Das Spiel wird zusehends härter. Nach dieser Aktion wird der Nummer 18, René Beham, vom Schiri der Hinauswurf angedroht. Doch bevor er gelb sieht, gibt es sie für Robert Meyer mit der Nummer 16 aus Lienz. Die Rohrbacher stocken kurzzeitig das Spielerkontingent auf 12 auf. Doch der Schiri kommt auf den Hund und aus ist's mit der Unterstützung. In der 71. Spielminute Freistoß für Rohrbach. Raditz schießt, doch der Ball sieht nur die Mauer. Wie Spieler René Beham gelb, nach schweren Foul an Christoph Morgenstern. Das Spiel wird zusehends härter, das Ziel der Torschützen schlechter. Wie hier Wiesinger, Nummer 12 der Rohrbacher, aus einem Corner für Rohrbach wird leider nur ein Geschenk an den Himmel. Oder wie hier Alempic, der Lienzer Elf. Er verfehlt und trifft die Bande. In der 83. Spielminute scheint Fortuna den Rohrbacher noch einmal gut gesinnt zu sein. Doch anstelle der Torstangen sieht der Ball leider nur die Beine des Tormanns. Noch knapp vor Spielende Eckball für Richtsfeld. Nummer 14 schießt, doch da zieht er seinen bestenfalls die Schuhe aus. Nach 5 Minuten Nachspiel endlich der erlösende Schlusspfiff. Die Begegnung Rohrbach-Lienz endet mit einem verdienten Heimsieg der Rohrbacher. Ein Geburtstagsgeschenk an den Trainer Gerhard Engleder. Ist richtig, die Mannschaft hat gut gespielt. Ich muss sagen, die ersten Halbzeit, es war ein super vorgedrungener Angriff, herrliche Flanke mit dem Kopf verwertet. Lienz hat sich als starke Mannschaft präsentiert. Wir haben es gewusst, sie sind stark. Wir haben aufpassen müssen, sie haben es erzeugt in der zweiten Halbzeit. Sie haben uns zum Teil ein bisschen unter Druck gesetzt, aber das Glück des Tüchtigen haben wir gehabt und wir haben das Spiel eins nicht gewonnen. Warum klappt es eigentlich in den letzten Spielen und davor eigentlich nicht? Ja, einige Spieler sind von den untersten Klassen gekommen, die haben ein bisschen Anlaufzeit gebraucht im Herbst, im Frühjahr. Mit dem Erfolgserlebnis in Klagenfurt, wo wir sehr gut gespielt haben. Das nächste Heimspiel haben wir gewonnen, ist das Selbstvertrauen zurückgekommen und man sieht es am Spielfeld und wir haben momentan das Glück des Tüchtigen. Ja, Herr Cecco, der weite Weg scheint heute umsonst gewesen zu sein, außer Spesen nichts gewesen. Ist nichts umsonst, wir haben einen schönen Teil von Österreich gesehen, aber ich bin ein bisschen traurig nach so einem Spiel, weil ich glaube, wir haben nichts verdient in der Lage.
Begründung ist sicher, dass wir haben eine routinierte Mannschaft, haben eine sehr junge Mannschaft. Und ich habe vor der Meisterschaft gesagt, wir müssen viel Geduld haben. Und das hat die heutige Spiel das gezeigt, dass uns fehlt Routine, weil wir kommen nicht so 100%ige Chancen. Wenn benutzt man diese Chance nichts, dann sind wir selber schuld. Vierter Frühjahrserfolg und dennoch heißt es wohl Landesliga. Wir kommen aber immerhin, sie schlagen sich doch jetzt in der zweiten Saisonhälfte recht achtbar. Die Mühlviertler, die Rohrbacher also wieder mal mit einem Sieg. Weniger gut ist es Christkirchen und St. Florian gegangen. Beide haben verloren. Das zeigen wir Ihnen jetzt auch gleich in der Grafik. Hier sind nämlich die gesammelten Ergebnisse aus der Regionalliga und der gewohnte Blick in die Tabelle. Und schließlich verraten wir Ihnen, wie Sie das gewohnt sind, auch noch, wer gegen wen am kommenden Wochenende antreten muss. Die Ergebnisse auf einen Blick. Christkirchen verliert in Wolfsberg mit 0:1. Rohrbach gewinnt gegen Rapid Lienz mit 1:0. Und das ist bereits der vierte Sieg für die Mühlviertler im Frühjahr. FC Austria VSV gegen St. Florian, ebenfalls 1:0. Flavia Solver gegen Bleiburg 2:4. Gradkorn gegen Leibniz endet 3:3. Pöller gegen SAK Klagenfurt 0:1. Voitsberg spielt überraschend gegen Zeltweg nur unentschieden, nämlich 2:2. Und Gradkorn gegen Leibniz 3:3. In der Tabelle nach wie vor an erster Stelle ist Voitsberg. FC Austria VSV ist Zweiter, Dritter ist Gradkorn. Vierter sind die Florianer mit 31 Punkten. An fünfter Stelle liegt Wolfsberger AC. Sechster ist der SAK Klagenfurt. Siebter ist Bleiburg. An achter Stelle liegt Leibniz. In der unteren Tabellenhälfte an neunter Stelle Pöttinger Christkirchen mit 25 Punkten. Da wird es noch eng für die Elf von Trainer Mirneck. An zehnter Stelle Rapid Lienz. Elfter ist Pöllau. Zwölfter Flavia Solver. Dreizehnter ist Zeltweg. Und 14. EKS Rohrbach-Berg. Die nächste Runde, die 21. Runde in der Regionalliga Mitte. Rapid Lienz gegen FC Austria VSV am Freitag um 19 Uhr. Zeltweg gegen Gradkorn, Samstag um 16 Uhr. Die Spiele der oberösterreichischen Vereine. Rohrbach-Berg gegen Wolfsberger AC am Samstag um 17 Uhr. Ebenfalls Samstag um 17 Uhr St. Florian gegen Flavia Solver. Bleiburg gegen Voitsberg Samstag um 17 Uhr und Leibniz gegen Pöllau ebenfalls Samstag um 17 Uhr. Am Sonntag dann um 17 Uhr spielt der SAK Klagenfurt gegen Pöttinger Christkirchen.